Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart, aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart, aber fair am Montagabend. Klasse, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist dieser Dreiklang, ein Dreiklang, der immer schriller wird. Straftat, Flüchtling, Abschiebung. Und der Staat gerät in Erklärungsnot, wenn bekannt wird, ein mutmaßlicher Täter hätte gar nicht mehr im Land sein dürfen. Das ist furchtbar für die Opfer und ihre Angehörigen, aber auch furchtbar für die überwältigende Mehrheit der Flüchtlinge, die nicht immer in Verbindung mit Kriminalität und Abschiebung gebracht werden wollen. Warum sind Abschiebungen so schwer durchzusetzen? Ist das schlicht Behördenversagen oder ist das der Preis für einen guten Rechtsstaat? Und warum müssen eigentlich gut integrierte Flüchtlinge mit Meldeadresse gehen, während Straftäter bleiben? Aufklärung erhoffen wir uns von dieser Runde der Menschen, die direkt mit Abschiebung zu tun haben. Berthold Hauser, der Bundespolizist und Gewerkschafter, war bei Abschiebungen dabei und sagt, Abschiebungen nehmen auch uns Polizisten emotional mit. Vor allem bei Menschen, die gut integriert sind. Aber vielleicht müssen wir das als Gesellschaft aushalten. Thomas Oberhäuser, der Rechtsanwalt für Asylrecht, entgegnet, nein, das müssen wir nicht. Denn es gibt oft gute Gründe, dass Menschen trotz Abschiebebescheid hierbleiben können. Dafür setze ich mich als Anwalt ein. Harald Dörich, der ehemalige Richter vom Bundesverwaltungsgericht, sagt, wenn ein Gericht entschieden hat, dass jemand das Land verlassen muss, dann muss er gehen. Freiwillig oder durch Abschiebung. Und dann dürfen auch Kirchen keine Zufluchtsstätte sein. Dietlind Jochims, die Pastorin, entgegnet, das Kirchenasyl ist ein Schutzraum für Menschen in einer Notlage. Und es erinnert den Rechtsstaat daran, dass seine Entscheidungen nicht unfehlbar sind. Thomas Strobel, der CDU-Innenminister von Baden-Württemberg, sagt, wir haben bei uns den Sonderstab gefährlicher Ausländer eingerichtet. Der sorgt dafür, dass die gefährlichen, unbelehrbaren und nicht integrierbaren abgeschoben werden. Und später in der Sendung Lisa Fiedler, die Integrationsbeauftragte des Outdoor-Sportartikelherstellers VD, ist überzeugt, es macht überhaupt keinen Sinn, Geflüchtete, die in Arbeit sind, abzuschieben. Unsere Wirtschaft braucht diese Menschen. Herr Hauser, Sie haben als Polizist rund 200 Abschiebungen begleitet. Wenn Sie dann abends nach Hause kamen, was haben Sie eigentlich Ihrer Frau, Ihrer Tochter geantwortet, wenn die gefragt haben, wie war dein Tag? Ja, da muss man also unterscheiden, wenn man Abschiebungen fliegt, ob man einen Straftäter fortbringt oder ob man Familien fortbringt oder Minderjährige fortbringt, die noch Kinder sind. Und diese Unterschiede, die nimmt man natürlich auch mit nach Hause. Wenn man einen Straftäter fortbringt, das ist auch für die Beschäftigten und für die Beamten, denke ich, nicht der normale Alltag, aber doch etwas, was man macht. Wenn man jetzt allerdings Familien fortbringt, das ist dann schon hart. Und da gibt es einige Beispiele auch von Kolleginnen und Kollegen von mir, was ich auch selber erlebt habe, die gehen an die Grenzen, das nimmt man mit in die Familie, da wird dann diskutiert in der Familie, war das gut, war das schlecht, was hätte man machen können. Aber ich denke, als Polizeibeamter hat man in der Regel keine Wahl, wenn man sich diesen Job aussucht, dass man dann diese Arbeit durchführt. Mhm. Nur man nimmt das emotional mit in die Familie. Haben Sie eigentlich Gelegenheit, wenn Sie fliegen und neben einem Straftäter oder auch neben einer Familie sitzen, mit den Menschen zu reden, soweit das sprachlich von der Verständigung her geht? Das wird immer gemacht. Und wenn Sie Stunden unterwegs sind, dann kommen Sie auch ins Gespräch und bauen auch eine Verbindung auf zu denen. Wegen dem sollten auch diese Rückführbeamten, die diese Abschiebungen fliegen, sollten dann kommunikativ sein. Da sollten Sie geschult sein in der Kommunikation und sollten sich unterhalten können, wenn es sprachlich geht. Worüber redet man denn dann? Da redet man über allgemeine Probleme, da redet man über das Verfahren, was die Leute hier gemacht haben. Man muss auch unterscheiden, ob man eine Sammelabschiebung fliegt oder Sammelrückführung, wo sie zwischen 60 oder 20, 30, 60, 120 Leute fortbringen oder ob sie eine Einzelmaßnahme fliegen. Und dann in einem Passagierflugzeug sitzen, umgeben von normalen Passagieren. Ja, es ist also schon passiert, dass man, wenn wir in einem Passagierflugzeug sitzen, in einem normalen Linienflug, in einem Airbus mit 200 Leuten und wir sind dann Richtung Afrika geflogen, dass sie dann drei Begleitbeamte dabei waren, die waren weiß und dann hatten sie noch ca. 200 Schwarzafrikaner. Mit denen sie sich unterhalten, weil die solidarisieren sich natürlich auch und die schauen, was machen diese Beamten dort.
Warum haben Sie, wenn Sie sagen, es ist so schwer, manchmal auch zu argumentieren, selbst in der Familie, warum haben Sie trotzdem, Sie und Ihre Kollegen, Sie sind ja mit den Kollegen, die es heute noch machen, als Gewerkschafter auch und als Personalrat im Gespräch, warum haben Sie trotzdem das Gefühl, etwas Gutes für die Bürger hier, für den Staat zu tun? Es geht ja nicht darum, im Flugzeug zu sitzen, durch die Gegend zu fliegen, das kann man auch anders haben. Ja, Richter, haben Sie recht, das kann man gerne anders haben. Und ich glaube auch, diese Arbeit als Personenbegleiter Luft, den die unsere Beschäftigten machen, das ist wie eine Berufung oder wie eine Passion. Die machen das gerne. Nicht, weil sie jetzt die Leute wegbringen, sondern weil sie da in Kontakt kommen mit den Leuten und weil sie das als Teil ihrer Polizeiarbeit sehen. Weil das ist eben nur, das ist neben der normalen Polizeiarbeit, wird das gemacht. Und das ist, wie gesagt, ich möchte fast sagen, wie ein Ehrenamt, wenn sie woanders arbeiten. Ein Ehrenamt, bei dem Sie sowohl Tränen erleben als auch Gewalt. Was kann da passieren? Sie erleben Tränen, Sie erleben emotionale Szenen, Sie erleben Gewalt, auch Gewalt gegen sich. Ich möchte noch ein Beispiel anbringen, wo ein Kollege einen Abschiebling weggebracht hat. Die ersten 3,5 Stunden war es ziemlich ruhig. Und die hatten gute Gespräche miteinander, haben beinahe rumgealbert. Und dann kam plötzlich der Ellbogen von diesem Abschiebling. Und da war die Brille kaputt, die Nase gebrochen, Zähne ausgeschlagen. Und das auf dem Flug Richtung Afrika. Zum Glück war noch ein Arzt mit dabei, der den dann verarztet hat, wie er dort war in diesem afrikanischen Land. Das sind natürlich Sachen, die passieren. Aber das ist der Alltag auch bei der Polizei. Herr Strobel, in Umfragen wie zum Beispiel dem Deutschland-Trend, da wünschen sich 86% der Menschen konsequente Abschiebungen. Wer kein Bleiberecht hat, soll ausgeflogen werden. Die Menschen, die es im Grundsatz so sehen, 86% ist ja eine Zahl. Glauben Sie, dass die sich im Detail dafür interessieren, was bei so einer Abschiebung passiert? Nicht unbedingt, das müssen Sie auch nicht. Aber dass wir das Recht konsequent vollziehen und dass das die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger an uns ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen habe ich nach meinem Amtsantritt im Jahr 2016 die Zahl der Abschiebungen auch um 50% erhöht, von 2.400 auf 3.600. Wir sind damit auf einem sehr, sehr hohen Niveau, absolut in Deutschland, was wir in Baden-Württemberg machen. Und ich will einfach auch sagen, Herr Hauser, ich bin jeder Polizeibeamtin, jedem Polizisten dankbar und voller Respekt für diese schwierige Art des Gesetzesvollzugs, die gemacht wird. Wir haben ja heute eine Praktikerrunde. Sie werden alle noch kennenlernen. Und als Politiker sind Sie ja auch Praktiker. Sie schaffen die Rahmenbedingungen und Sie bekommen auch die Konsequenzen zu spüren. Vergangene Woche ist ein 25-jähriger Nigerianer aus dem dritten Stock eines Flüchtlingsheims gesprungen. Er ist schwer verletzt worden, als die Polizei ihn abholen wollte. Wie nah lassen Sie solche Geschichten an sich ran, wenn Sie als Innenminister weiterhandeln wollen und Gesetze umsetzen wollen? Wenn Sie den Kontrast zwischen Einzelschicksal und allgemeiner Gesetzgebung spüren? Das ist schon schwierig. Wenn man sich mit den Einzelschicksalen beschäftigt, rührt einen das natürlich persönlich an. Tun Sie das denn überhaupt oder schützen Sie sich davor, indem Sie sagen, wenn ich da zu sehr einsteige, verliere ich den Überblick? Nein, ich kann mich natürlich nicht mit jedem Einzelfall beschäftigen, aber ich mache das immer und immer wieder und ich kann gar nicht behaupten, dass mich das kalt lässt. Abschiebungen sind ein hartes Geschäft. Deswegen noch einmal großer Respekt vor denen, die das dann in der Praxis umsetzen. Und es ist auch ein Geschäft, den Fall, den Sie schildern, wenn wir den gleichen meinen, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben noch versucht, ihn am Gürtel festzuhalten. Trotzdem ist er aus dem Fenster gesprungen, dann auf einer Rasenfläche gelandet, aber trotzdem hat er sich verletzt. Und immer wenn ein Mensch verletzt wird, dann beschäftigt einen das natürlich. Gleichwohl, wir müssen schon unsere Gesetze auch vollziehen. Wir müssen den Rechtsstaat konsequent vollziehen. Und da können wir uns auch nicht davor drücken. Es kann nicht nach dem Motto gehen, wasch mir den Pelz, aber mach nicht das. Sondern der konsequente Vollzug des Rechts, so wie das die von Ihnen zitierten über 80% der Bevölkerung von uns erwarten, das muss schon sein. Und das machen wir in Baden-Württemberg mit großer Konsequenz. Herr Oberhäuser, Sie sind Anwalt für Asyl- und Ausländerrecht, können sich über Arbeit im Moment nicht beklagen. In diesen Tagen kann man fast wöchentlich von Fällen lesen,
die Erfolgsmeldung. So präsentiert sie ja Herr Strobel, indem er sagt, die Abschiebezahlen sind gestiegen, sind hoch. Und trotzdem kann man fast jede Woche lesen, ein Asylbewerber hat eine Straftat begangen gegen Leib und Leben. Er hätte gar nicht hier sein dürfen, wenn konsequent abgeschoben worden wäre. Stellen Sie sich als Anwalt, der viele Asylbewerber vertritt, dann auch die Frage, warum war der eigentlich noch da? Na, ich weiß es im Zweifel, warum der noch da war, weil er eben nicht abgeschoben wurde. Ich versuche ja auch zu verhindern, dass die Polizisten und Polizistinnen einen solchen schweren Job machen müssen, indem ich eben verhindere, dass die Abschiebung stattfindet. Also jede verhinderte Abschiebung ist erstmal etwas Positives? Aus meiner Sicht ja. Und zwar schon deswegen, weil ich ja nicht dafür verantwortlich bin, dass die nun gestoppt wird, die Abschiebung, sondern weil der betroffene Mandant Rechte hat, die möglicherweise bisher nicht zur Geltung gekommen sind und jetzt dann durch mich zur Geltung kommen und ein Gericht sagt, stopp, er darf nicht abgeschoben werden. Das finde ich ein Erfolg des Rechtsstaats und auch ein Erfolg für mich natürlich. Sie sind Jurist. Wenn Sie diese Fälle, die immer noch Ausnahmefälle sind, aber die natürlich Schlagzeilen machen, sehen, wenn dann Menschen sagen, wäre er nicht hier gewesen, würde der oder diejenige noch leben. Ist das eine Argumentation, die unjuristisch ist und deswegen Sie nicht erreicht? Jede Tat ist eine zu viel. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen da sind. Und ob die nun legal sind, ob die Deutsche sind, ob die illegal sind, sowas machen halt auch Fehler. Mhm. Und machen dann schlimme Fehler zum Teil. Also das hängt jetzt nicht unbedingt vom Aufenthaltsstatus der Person ab. Und deswegen meine ich, man muss aufpassen. Man muss auch an der Stelle aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern im Einzelfall schauen. Und es ist in der Tat so, dass wenn ein Gericht festgestellt hat, dass kein Aufenthaltsrecht besteht, dass dann die Abschiebung auch etwas ist, was droht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch im geltenden Recht viele Punkte, an dem man sagen muss, der Gesetzgeber hat selber gesagt, dass nicht jeder, der ausreisepflichtig ist, auch gehen muss. Sondern er hat bestimmt, dass jemand, der ausreisepflichtig ist, aber zum Beispiel eine Ausbildung anfängt oder macht, dass der eben nicht gehen muss. Also dieser Wechsel vom illegalen Aufenthalt zum legalen Aufenthalt, der ist im Gesetz angelegt. Sagt der Anwalt, was sagt der Richter, der bis vor ganz wenigen Tagen noch Richter und Asylspezialist am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig war, sehr hohe Instanz. Herr Dörich, selbe Frage an Sie. Wenn Sie von Straftaten hören und dann der Zusatz hätte eigentlich gar nicht mehr hier sein dürfen, erreicht Sie das? Sehen Sie das als einen Mangel des Staates, ein Versagen, wer auch immer dafür schuld ist, an? Oder sagen Sie, das muss so sein, wenn wir den Rechtsstaat konsequent denken, das muss ich den Bürgern erklären? Also es gibt ja unterschiedliche Fälle. Es gibt die Fälle, wo ein Ausländer ausreisepflichtig ist und dann trotzdem gewisse Gründe bestehen, dass er noch eine gewisse Zeit hier bleiben darf. Zum Beispiel eine Ausbildung abschließt, die Schule abschließt oder eine Krankheit noch zu behandeln ist. Die anderen Fälle sind die, wo jemand eine terroristische Gefahr oder eine Gefahr strafrechtlicher Art darstellt. Da ist es natürlich wichtig, dass konsequent abgeschoben wird. Und da rührt es mich schon an, wenn ich sehe, wie im Fall Anis Amri eine solche Bluttat hätte verhindert werden können, wenn Behörden konsequent gehandelt hätten. Richtig. Mhm. Und da sind alle aufgerufen, die öffentliche Verantwortung tragen, hier sorgfältig zu arbeiten. Die Politik ist gefragt, die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir werden vielleicht noch über die Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten sprechen. Das ist etwas, was sicherlich hilft in der Beurteilung durch die Gerichte. Man kann von den Gerichten viel erwarten, aber auch nicht alles. Weil Richter sind dazu da, bestehendes Gesetz anzuwenden, nicht neues Recht zu schaffen. Und insofern versuchen wir, die Rechte sowohl der Ausländer wie auch der Öffentlichkeit zum Ausgleich zu bringen. Frau Jochem, Sie sind Pastorin und gleichzeitig auch Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche im Norden. Wenn Sie in einer Predigt sagen würden, wer kein Asyl bekommt, der muss konsequent abgeschoben werden. Also verkürzt dasselbe, was der Richter gerade gesagt hat. Wenn Sie sowas predigen würden, was würde dann passieren? Oder tun Sie es? Solche Sätze predige ich nicht. Ich vermute, dass eine Gemeinde, vor der ich das predigen würde, mich mindestens in
vehemente Gespräche und Diskussionen danach verwickeln würde. Und ich hoffe, dass eine Gemeinde, die so einen Satz von mir hört, danach sagt, was hast du, was haben Sie sich denn dabei gedacht? So zu kurz gegriffen predigst du doch sonst nicht. So was sagst du doch ansonsten auch nicht. Und was dann aus den Diskussionen herauskäme, wäre etwas, was sehr viel differenzierter ist. Es ist auch an manchen Stellen hier schon gesagt worden, wer kein Asyl bekommt, das heißt noch lange nicht, dass jemand das Land verlassen muss. Ein ablehnender Asylbescheid lässt durchaus noch Möglichkeiten, sich auf anderen Wegen entweder temporär mit einer Duldung hier weiter aufzuhalten. Oder im Kirchenasyl, da reden wir gleich noch drüber. Oder in besonderen Härtefällen auch im Kirchenasyl noch mal eine erneute Überprüfung in Gang zu setzen. Oder auch den sogenannten Spurwechsel, den es ja in Ansätzen schon gibt, also mit einer anderen Begründung als der Schutzbedürftigkeit im Asylrecht hier zu bleiben. Von daher, wer kein Asyl bekommt, der muss gehen, ist einfach ein Satz, zwischen dem 5 Nebensätze noch fehlen. Da muss man an dieser Stelle mal erklären, warum jemand, der keinen Schutzstatus hat, der ausreisepflichtig ist, das auch gerichtlich festgestellt worden ist, warum der trotzdem hier sein kann. Die Begründung sind sogenannte Abschiebungshindernisse. Und da gibt es einige. Wer zum Beispiel schwer krank ist, muss nicht gehen. Wer keine Passdokumente hat, muss nicht gehen. Wem in seinem Heimatland Folter oder die Todesstrafe droht, muss nicht gehen. So war es etwa im Fall Sami A., dem mutmaßlichen Leibwächter Osama bin Ladens. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Trotzdem lebte er noch viele Jahre in Deutschland mit der Begründung, dass ihm in Tunesien Folter drohe. Nächstes Abschiebehindernis. Wer sich selbst anzeigt und behauptet, dass er Mitglied einer terroristischen Vereinigung wie dem IS ist, wird in der Regel erst einmal nicht abgeschoben und muss nicht gehen. Denn im Heimatland könnte dieser Person Verfolgung drohen. Solche Fälle nehmen stark zu. Allein in Baden-Württemberg waren es in diesem Jahr schon 340. Nächstes Abschiebehindernis: Ermittlungen in einem Strafverfahren hierzulande. Der Ausreisepflichtige muss nicht gehen, heißt es dann oft. So war es im aktuellen Fall in Köthen, Sachsen-Anhalt. Der Afghane Isatullah M. sollte im April abgeschoben werden. Doch die Staatsanwaltschaft legte ein Veto ein. Denn sie ermittelte gegen ihn, wohl wegen gefährlicher Körperverletzung. Am vorvergangenen Samstag starb Markus B., mutmaßlich nach einer Schlägerei mit Isatullah M. Jetzt wurde Haftbefehl gegen den Afghanen erlassen, wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Herr Hauser, nach Ihrer Erfahrung als Abschiebepolizist und nach Ihrer Erfahrung aus vielen Gesprächen, gibt es Punkte auf dieser Liste, mit denen Schindluder getrieben wird? Das glaube ich eher nicht, dass Schindluder getrieben wird. Wenn man diese Punkte alle betrachtet, die werden ja auch innerhalb der Polizei kontrovers diskutiert, diese Punkte. Wir sind als Polizei ja das ausführende Organ von der Gewaltenteilung und führen an und für sich diese Abschiebungen dann durch, wenn sie uns zugeführt werden. Und auch durch die Diskussion, die wir haben im Flugzeug selber oder auf der Rückführung dann mit den Rückzuführenden, erfahren die Beschäftigten schon einiges, unsere Beamtinnen und Beamten. Aber ich denke, selber ist jetzt schwierig zu sagen, ob jetzt dieses so ausgenutzt wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Wie finden Sie das denn, dass zum Beispiel, Sie haben da ganz kritisch geguckt, Herr Oberhäuser, aber es ist ein schwieriger Punkt, wenn jemand sagt, übrigens, ich gestehe hiermit, ich war Mitglied in einer terroristischen Vereinigung, IS oder anderes, dass das erstmal ein Abschiebehindernis ist. Was sagen Sie da als Praktiker? Als Praktiker sage ich, wir haben einen Rechtsstaat und müssen das genau nachprüfen. Und wenn das genau geprüft ist, dann gebe ich Herrn Oberhäuser recht, dass alle Rechtsmittel ausgeschöpft werden. Und wenn aber alle Rechtsmittel ausgeschöpft worden sind, dann finde ich, dass diese Leute abgeschoben werden. Wie soll man das denn machen, Herr Dörrich? Sie können ja schlecht anrufen und sagen, hier behauptet einer, dass er bei euch beim IS gewesen ist. Stimmt das? Damit kann er in dieses Land nie mehr fahren. Also damit kann er auch nicht abgeschoben werden. Wie wollen Sie das denn ermitteln?
Das verdeutlicht die Probleme, die wir als Richter haben. Also erstmal muss die Verwaltung ja ermitteln, die muss ja diesen Behauptungen nachgehen und dann kommt das vor Gericht. Also gerade in meiner Praxis haben wir auch Fälle mit Terroristen gehabt. Da gibt es eine besondere Vorschrift, die eine erstinstanzliche Zuständigkeit des obersten deutschen Gerichtes begründet bei solchen Top-Gefährdern und das waren überwiegend IS-Leute. Und dann gibt es umfangreiche Protokolle, wo Telefonate abgehört worden sind von denen, wo sie sich mit anderen austauschen. Und daraus können Sie Rückschlüsse ziehen und Sie können Rückschlüsse ziehen aus zum Beispiel einer Handyauswertung, wo Hinrichtungsszenen zu sehen sind, brutalster Art, die man sich kaum vorstellen kann. Und so kann der Nachweis geführt werden, jetzt in dem Fall, wo jemand das nicht von sich aus sagt, sondern bestreitet. Was ist in den anderen Fällen, wenn jemand sagt, ich ziehe mal die Notbremse, ja, ja, und bezichtige mich? Ja, das ist mag eine interessante Strategie sein. Wir Richter versuchen ja immer vorauszudenken, was könnte eine Strategie eines Klägers sein, was er noch vortragen könnte. Und das habe ich mir auch schon überlegt, dass das ganz pfiffig sein kann, wenn man sich auf so etwas beruft. Aber auch dem müssen wir nachgehen. Und letztlich ist es dann eine Frage der Glaubwürdigkeitsbeurteilung, ob es Tatsachen gibt zur Überzeugung des Gerichts, die auf eine solche Mitgliedschaft hindeuten. Sie sagten schon, es gibt ja da kein Mitgliedsregister, kein Vereinsregister, wo das eingetragen ist, aber man kann aus Umständen, aus seinem Bekanntenkreis, aus seinem Chatverkehr, aus dem, was er auf seinem Handy hat und dem, wie er sich einlässt, kann man Rückschlüsse ziehen. Und mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Ja, und wenn es einer nur behauptet und Sie haben keine Handydaten, was machen Sie dann? Also wenn er nicht glaubwürdig ist, dann wird dem nicht gefolgt. Und es gibt übrigens ist nicht zwingend, dass jemand, der für den IS gearbeitet hat, dann auch in ein bestimmtes Land nicht zurückgeführt werden kann. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, der die Türkei betraf. Und da haben wir sorgfältig recherchiert. Wir stellen dann so Länderberichte zusammen. Die werden auch den Anwälten zugänglich gemacht. Wir haben das Auswärtige Amt gefragt. Wir haben Amnesty International in der Türkei gefragt. Und überraschenderweise hat Amnesty International auch gesagt, wir haben keine Fälle in der Türkei, wo uns berichtet worden ist, dass also wegen IS-Mitgliedschaft jetzt jemand große Probleme bekommt. Sodass wir dann gesagt haben, diese Abschiebung scheitert nicht an einer Tätigkeit für den IS. Das muss man eben für jedes Land genau untersuchen und auch darauf hin, wie exponiert die Person war. Hm. Herr Strobel, bleiben wir noch mal bei den Abschiebehindernissen. Ihr Parteifreund Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der hat ja viel zu tun in diesen Tagen, der hat gestern in einem Interview gesagt, die Menschen fragen zu Recht, warum es Gesetze gibt, die Ausreisepflichtige davor schützen, abgeschoben zu werden. Fragen Sie sich das auch? Wir sind ein Rechtsstaat und zunächst einmal wird das eine Entscheidung getroffen, gibt es eine Asylberechtigung. Diese Entscheidung, die in einem aufwendigen Behördenverfahren getroffen wird, ist gerichtlich überprüfbar. Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundesverfassungsgericht. Dann gibt es Härtefallkommissionen im Landtag, Petitionsausschuss, vieles mehr. Und vieles beginnt dann noch einmal, wenn diese Entscheidung, die ja nicht leichtfertig irgendwo getroffen wird, häufig von Gerichten bestätigt ist, zur Umsetzung kommt, kann man sich erneut gegen diese Verwaltungsakte wehren. Wenn aber am Ende des Tages feststeht, da ist jemand, der sich nach einem langen Verfahren, im Zweifel nach vielen Gerichtsverfahren, illegal in diesem Land aufhält, der ausreisepflichtig ist und dieser Ausreisepflicht nicht nachkommt, dann muss er außer Landes geführt werden. Und natürlich gibt es dann noch Abschiebehindernisse. Zum Beispiel eine Straftat. Ja, wo die Staatsanwaltschaft sagt, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Das kann, das ist jetzt nicht unbedingt Ladendiebstahl. Es kann eine Straftat sein, die aber nicht an das heranreicht, was passieren könnte, wenn er wegen dieser Straftat hier bleibt. Genau deswegen, damit wir nicht die Falschen, sondern die Richtigen abschieben, habe ich zu Beginn dieses Jahres in Baden-Württemberg den Sonderstab Gefährliche Ausländer in meinem Haus eingerichtet. Der Sonderstab Gefährliche Ausländer kümmert sich um Straftäter. Ist das mehrfach eine glückliche Sprachwahl, Gefährliche Ausländer? Ja, weil das gefährliche Personen sind. Beispielsweise, nehmen Sie mal beispielsweise einen Gefährder, Janis Amri, der hier ausreisepflichtig war und trotzdem nicht abgeschoben worden ist. Wir müssen doch gefährliche Leute, also Leute, die gewaltbereit sind, Leute, von die wir im Verdacht haben, dass sie möglicherweise einen Terroranschlag begehen, in einen genauen Fokus nehmen.
Gefährder, Straftäter, Mehrfachstraftäter, Intensivstraftäter, Leute, die sich nicht an die Regeln eines geordneten Zusammenlebens halten, nachhaltige Integrationsverweigerer und anderes mehr. Und diese Personen, nehmen Sie mal ein Beispiel, was sind denn Menschen, Personen, die sich nicht an die Regeln eines geordneten Zusammenlebens halten? Ich erspare jetzt die Frage nach der Kehrwoche. Prioritär außer Landes gebracht, damit wir nicht die Falschen, sondern die Richtigen abschieben. Wie weit geht das denn? Was ist denn ein Mensch, der sich nicht an die Regeln des Zusammenlebens hier hält? Nun, das sind auffällige Personen, beispielsweise Personen, die nicht unbedingt die Schwelle der Strafbarkeit immer überschreiten, von denen uns aber Bürgermeister und Landräte sagen. Die tun einfach nicht gut. Sie sind provokativ. Nicht jede Belästigung von Frauen ist über der Schwelle der Strafbarkeit. Und vieles, vieles andere mehr. Personen, die absolut nicht kooperativ sind. Personen, von denen wir sehen, das wird einmal mit der Integration niemals etwas werden. Also hartnäckige Integrationsverweigerer und Personen. Ich überlege die ganze Zeit, wie man das in juristische Tatbestände gießen kann, Herr Oberhäuser. Sie sehen ja an der Antwort, dass das schon eher so im Diffusen sich bewegt. Das ist natürlich kein Kriterium, das man irgendwie handhaben könnte. Der passt irgendwie nicht rein. Die Landräte sagen, der passt nicht so richtig. Wir wollen nur mal festhalten, es handelt sich um eine Person, die im Zweifel nach vielen Gerichtsverfahren ausreisepflichtig ist und sich illegal in diesem Land aufhält. Warum reden wir dann darüber? Ja, das steht schon mal fest. Die Frage ist nur, wird das Recht dann auch vollzogen? Ja. Oder wird das Recht nicht vollzogen? Das ist die Frage, um die es bei diesem Darf ich das noch mal präzisieren, damit ich es verstehe und absolut. Unsere Zuschauer auch? Das, was Sie beschrieben haben, diesen Kanon, und der von Ihrer Stelle dort beobachtet wird, das betrifft nur ausreisepflichtige... Ausschließlich. Es geht um ausreisepflichtige Ausländer, die häufig nach einem langen Gerichtsverfahren eine Ausweisungsverfügung haben, die das Land verlassen müssen. Die das aber nicht tun, die sich illegal hier aufhalten und trotzdem nicht abgeschoben werden, aus den von Ihnen auch gezeigten Gründen. Und hier habe ich diesen Sonderstab gefährliche Ausländer eingerichtet, damit in einer guten Zusammenarbeit aller Behörden, des Landes, des Bundes, wir uns auf diese Personen konzentrieren. Hätten Sie sich nicht ein paar Missverständnisse gespart, wenn Sie den Sonderstab gefährliche Ausreisepflichtige genannt hätten und nicht gefährliche Ausländer? Danke für die Anregung, das können wir... Gerne, geschenkt. Herr Oberhäuser, ist das mit der Erklärung dann noch mit einer Empörung zu versehen, sondern ist es, Sie haben gesagt, ja, wofür braucht man das dann? Ist das nicht tatsächlich auch in Zeiten, wo sich Politik legitimieren muss, ein wirklich sinnvoller Ansatz, egal wie man es jetzt mal nennt, darüber kann man vielleicht noch reden, zu sagen, wir haben so viele Ausreisepflichtige, die nicht ausgereist sind, dass wir einen zusätzlichen Fokus drauf richten, wir beobachten, was die gemacht haben, dann gibt es eine zusätzliche Wertung, wo man dann auf Abschiebung noch mal mit Nachdruck denkt. Wer will dazu antworten? Sie können es auch vorher. Ich muss nicht mal alles beim Anwalt hier abholen. Der Anwalt kann es bestimmt ergänzen gleich. Ich frage mich gerade, wie viel Aufwand für wie viele Menschen da betrieben wird. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich vollziehbar ausreisepflichtig sind. Also man könnte die Abschiebung nach einem abgelehnten Asylverfahren durchführen. Es gibt keine Hinderungsgründe mehr. Das sind rund 30.000. Das sind nicht wenig, aber das sind deutlich weniger als die mehreren Hunderttausend, die oft so durch die Diskussionen geistern. Und dann denke ich, ich bin keine Juristin, ich bin da vielleicht ein bisschen einfach gestrickt. Wenn denn alles durch ist und es keine Hinderungsgründe mehr gibt, muss ich dann noch differenzieren zwischen den ganz Bösen und den nicht so Bösen und die ganz Bösen, von denen nicht ganz klar ist, warum sie ganz böse sind und wer sagt, dass sie ganz böse sind. Die werden prioritär abgeschoben. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Naja, aber es ist doch irgendwie nachvollziehbar. Es wird ja häufig gesagt, werden die Falschen abgeschoben. Dass wir diejenigen, die eine Gefahr für unser Land sind. Also beispielsweise ein terroristischer Gefährder. Dass wir alles dafür tun, dass diese Leute außerhalb unseres Landes kommen. Wenn ich einen Intensivstraftäter habe, dann müssen wir doch alles dafür tun, dass prioritär diese Personen
außer Landes gebracht werden. Und genau das ist Herr Dörich, das, was der Sonderstab gefährliche Ausreisepflichtige dann auch bei uns mit gutem Erfolg übrigens macht. Ich will Ihnen auch einmal sagen, das sind keine großen Zahlen, aber jeden Gefährder, den wir außer Landes verbringen, der eine Gefahr für unsere Bevölkerung ist, da bin ich mal wirklich froh, wenn der weg ist und nicht mehr da ist. Herr Dörich. Vielleicht, um ein bisschen von Baden-Württemberg ein Stück weiter wegzukommen. Also in Deutschland insgesamt sind es ungefähr 235.000 Ausländer, die ausreisepflichtig sind. Davon haben aber viele Duldungsgründe, die Sie eben gerade, Herr Blasberg, ja hier gezeigt haben. Es bleiben ich habe vergessen, Sie zu fragen, ob Sie dort auch Punkte sehen, die zum Missbrauch einladen. Aber wenn ich meinen Gedanken erst noch mal wenn Sie meine Frage beantworten, tun Sie das gleich später, dann ja, machen wir es. Kommt noch. Bleiben 60.000 Personen übrig, die keine Duldungsgründe haben. Mhm. Also immerhin 60.000. Von diesen 60.000 werden ein Fünftel freiwillig aus und ein Fünftel wird abgeschoben. Es bleiben aber immer noch drei Fünftel, also mehr als 30.000 Menschen hier werden nicht abgeschoben. Und sagt Frau Jochimsen, Jochim sagt, ist nicht so viel. Ja, das finde ich schon. Also wenn von 235.000, die eigentlich weg müssten, man sagt, gut, bei manchen kann ich es nicht vollziehen, weil die jetzt gerade krank sind oder andere Gründe, zum Beispiel keine Ausweise, die haben ihre Ausweise nicht präsentiert oder weggeworfen oder verloren. Also da gibt es viele Varianten. Dann ist das unbefriedigend. Nicht nur für eine Gesellschaft, die sagt, also wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist und feststeht, er muss das Land verlassen, dass dann von diesen 235.000 nur ungefähr 25.000, also nur 10% ungefähr, das Land wirklich verlassen. Gut, von denen haben eine ganze Reihe Duldungsgründe, das ist ein Punkt für sich, aber von den anderen, um auf den Punkt von Herrn Strobel zurückzukommen, wenn wir 30.000 haben, die 60.000 haben, die ausreisen müssten, dann macht es doch Sinn, da auch eine gewisse Priorität einzuräumen. Sie unterstützen ihn in dem. Ich halte das für sinnvoll, dass man den Straftäter eher nimmt als den ganz ordentlichen Familienvater und die ordentliche Familie. Mhm. Jetzt noch mal eine Frage. Bei dieser Liste der Abschiebehindernisse, welche Punkte sind da leichter für Missbrauch zu gebrauchen und andere aus Ihrer Erfahrung? Also bei den Papieren, da können Sie überhaupt nichts machen. Wenn einer keine Personalpapiere präsentiert, dann haben Sie einen ganz schweren Weg, den zum Beispiel bei Botschaften vorzuführen. Sie sagen, wir gehen davon aus, das ist ein Nigerianer. Jetzt führen Sie den der Botschaft vor. Die Botschaft sagt, vielleicht ist es einer, vielleicht auch nicht. Die wollen gar nicht so viele Leute zurücknehmen. Also es ist wahnsinnig schwierig, Personalersatzpapiere von einer Botschaft zu bekommen. Anderer Punkt, Krankheit, den Sie angesprochen haben. Da hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass nicht jedes Vorbringen einer Krankheit eine Abschiebung stoppen kann, sondern das muss eine fachärztliche Bescheinigung sein. Der Gesetzgeber ist dem dann gefolgt, hat das jetzt ins Gesetz geschrieben. Das sind solche Schritte, wie man verhindern kann, dass solche Gründe, die in vielen Fällen vorliegen werden, aber auch ausgenutzt werden. Und ein weiterer, dann will ich schließen, Sie haben mich dann nachher gefragt, wäre, dass man mehr Amtsärzte beschäftigt. Denn die Politik tut zu wenig, meines Erachtens, um das Recht umzusetzen. Und dazu gehört, dass man medizinisches Vorbringen durch Amtsärzte überprüfen kann. Mhm. Herr Oberhäuser. Ich bin gar nicht so weit weg von dem, was Herr Strobel gesagt hat. Natürlich ist es Interesse der Gesellschaft, die Leute, die sich integrieren, versuchen zu integrieren, die keinen Mist machen, dass man denen eher vielleicht großzügiger begegnet, als denen, die sie nicht integrieren wollen. Deswegen finde ich es in Ordnung, dass es auch Stellen gibt, die beurteilen, wo die Grenze ist, wen man vielleicht prioritär behandeln muss. Das wird im Asylverfahren übrigens auch gemacht. Wenn jemand im Asylverfahren straffällig wird, dann wird das Asylverfahren priorisiert. Und ähnlich ist es in den Verfahren, wenn man jemanden abschieben möchte und eine Auswahl von 30.000 Personen vielleicht hat, dann muss man das vielleicht irgendwie auch gewichten, um zu überlegen, was ist für unsere Gesellschaft wichtiger, den einen oder anderen sozusagen loszuwerden. Was mir nicht gefällt, das ist diese merkwürdige Einstufung von Leuten, wo Dritte sagen, der tut uns nicht gut. Das ist so
indifferent, da kann man quasi gar nichts und alles mitmachen und das darf nicht sein in einem Rechtsstaat. Es muss schon auch rechtsstaatliche Kriterien sein, die man da anlegen kann. Aber vom Grundsatz her... Wir sind immer am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Das Verfahren hat stattgefunden, ja, die Gerichte haben gesprochen. Es geht um ausreisepflichtige... Ja. Ja, trotzdem darf es nicht der Willkür der Exekutive überlassen sein, was man jetzt machen will. Nein, es ist keine Willkür, deswegen, ihr Wort, da großzügig zu sein, das finde ich auch nicht richtig. Aber dass wir eine gewisse Prioritätensetzung machen unter all den vielen, die wir abschieben müssen, das finde ich schon richtig. Und dafür, Herr Oberhauser, ich würde gerne hinter Ihre Stirn gucken. Herr Hauser, wir haben Oberhäuser und Herrn Hauser. Und jetzt meine ich die Stirn von Herrn Hauser, ohne eine Hierarchie zwischen Oberhäuser und Hauser herstellen. Nein. So. Herr Hauser, ich möchte gerne hinter Ihre Stirn gucken. Was halten Sie von diesem Plan? Sie sind jetzt Schwabe, aber man darf einem schwäbischen Innenminister auch widersprechen. Natürlich darf man ihm widersprechen. Wenn wir bei den Ausreisepflichtigen mal anschauen, dann muss man ja auch differenzieren bei den Staatsangehörigen. Wir haben ja viele Ausreisepflichtige, die von IOM unterstützt werden. Die von wem? IOM, das ist so eine Organisation, die Migranten unterstützt. Die bekommen ihr Geld und gehen dann Richtung Balkan, werden unterstützt. Und wenn da diese finanzielle Unterstützung dann weg ist, dann kommen die wieder zurück. Das sind aber lauter Freiwillige, die ausreisen, Freiwillige ausreisen. Die melden sich. Sie treffen Bekannte dann? Die sind ausreisepflichtig, die melden sich bei uns an den Dienststellen und sagen, wir reisen aus. Und dann, die werden aber unterstützt von dieser IOM und kommen dann irgendwann mal wieder zurück, wenn das Geld in ihrem Heimatland Kosovo oder auf dem Balkanstaat eben... Herr Dörrich nickt. Ist bekannt. Das ist bekannt, ja. Das ist ganz bekannt. Und dann, ja, dann gibt es andere, die weg müssen. Darf ich einfach mal zur Illustration, weil Sie gerade sagten, das mit dem Bürgermeister finden. Ich will Ihnen mal einen praktischen Fall. Ein Oberbürgermeister hat mir geschrieben, eine Familie aus einem Westbalkanland, die innerhalb von kurzer Zeit 400 Straftaten begangen haben. 400. Das ist die Frage, wie groß die Familie ist. Wenn es ein Clan ist, ist es schnell. Na ja. Wenn es eine Großfamilie ist. Also jedenfalls... Herr Oberhäuser, nicht so kritisch. Ich finde, 400 Straftaten innerhalb wirklich eines überschaubaren Zeitraums ist viel. Ja, und, das war der Versuch, eine ironische Bemerkung, gelungen, ich streiche die. Das ist uns gelungen, dass wir da jetzt einfach Rückführungen in den Westbalkan machen. Oder aber einen Fall habe ich geerbt, eine Person 15 Jahre ausreisepflichtig, wurde einfach nicht abgeschoben. Und wir haben den Fokus auf diese Person bekommen, allein durch die Straftatenlatte. Da war alles dabei, Körperverletzung, Morddrohung, Brandstiftung. Das war ein Staat, der sehr kooperationsunwillig ist. Und wir haben gemeinsam mit der Bundesregierung und vereinten Kräften alle, das will ich jetzt wirklich mal auch aus Datenschutzgründen jetzt sagen, müssen. Wir haben alle Anstrengungen unternommen und es ist uns gelungen, diese Person mit diesem Strafregister dann außer Landes zu bringen. Also Gott sei Dank ist nicht mehr da. Morddrohungen und Brandstiftung, das ist ja jetzt nicht nichts. Und solche Leute haben in Deutschland einfach nichts zu suchen. Sie haben eben, Herr Hauser, Unterstützerorganisationen angesprochen, die Möglichkeiten, Abschiebungen rechtsstaatlich zu verhindern, die kann man, das haben wir gelernt, höchst unterschiedlich bewerten. Eine besonders zugespitzte Sichtweise kam vom CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Anti-Abschiebeindustrie nutzt die Mittel des Rechtsstaates, um ihn durch eine bewusst herbeigeführte Überlastung von innen heraus zu bekämpfen. 2015 wurden unsere Grenzen überrannt. Jetzt versuchen Abschiebesaboteure das Gleiche mit unseren Gerichten. Herr Oberhäuser, haben Sie sich angesprochen gefühlt von Herrn Dobrindt? Ja, 100%. Natürlich, ich bin genau einer, der versucht, Abschiebungen zu verhindern, wenn sie eben rechtswidrig sind. Das ist mein Job und ich bin durchaus stolz drauf, dass ich den betreiben kann. Der Begriff Industrie, der unterstellt ja so ein bisschen, dass man damit auch richtig Geld verdienen kann, dass das ein industrialisierter Prozess ist. Ist das so bei Ihnen? Ja, wenn das jemand sagt, dann hat er mit Sicherheit ein Praktikum beim Asylrechtler mal nötig. Das wäre sehr hilfreich, um zu erkennen, dass Asylverfahren alles andere als lukrativ ist. Wer zahlt sie denn eigentlich? Die Mandanten. Fast ausschließlich. Es gibt ganz wenige Fälle, wo es Prozesskostenhilfe gibt. Das erfährt man auch erst kurz vor der Verhandlung. Wenn man quasi alle Arbeit schon gemacht hat, hat man mal Glück und ein Gericht bewilligt
vollständig oder zum Teil Prozesskostenhilfe, ansonsten zahlen die Mandanten. Also Asylbewerber. Asylbewerber. Wovon zahlen die das? Ja, die kriegen ja ihr monatliches Taschengeld sozusagen und davon stottern die ihre monatlichen Raten bei mir ab. In welchen Raten? Üblicherweise zwischen 60 und 100 Euro. Wie ist die Zahlungsmoral? Momentan ist es gut, weil viele dankbar sind, dass sie jemanden gefunden haben, der sie wirklich für sie einsetzt. Und zum anderen sind auch viele Flüchtlingshelfergruppen hinten dran, die sagen, in Deutschland muss auch gezahlt werden. Das freut mich. Die Frage, die da unterschwellig bei Herrn Dobrindt mitschwingt, ist ja, dass der Staat oder die Justiz kollabiert unter der Vielzahl der Verfahren, gleichzeitig bei dem Anspruch, die in die Tiefe auch zu führen. Ist da was dran? Ja, da ist was dran, weil wir eine unglaubliche Zahl von Gerichtsverfahren jetzt im Asylrecht bekommen haben. Wir hatten in der Vergangenheit pro Jahr ungefähr 120.000 Verwaltungsstreitverfahren in Deutschland. Die betrafen das Baurecht, das Umweltrecht, öffentliche Abgaben, Ausländerrecht, Versammlungsrecht, Schulrecht. Und jetzt haben wir 370.000 allein Asylklagen. Das heißt, das Dreifache des normalen Jahresbudgets entfällt jetzt ausschließlich auf Asyl. Das ist eine enorme Belastung, die Kollegen stöhnen und Kolleginnen. Aber der Staat hat in dem Fall reagiert. Es wurden zusätzliche Richter eingestellt. Und die Kolleginnen und Kollegen versuchen das so gut es geht zu machen. Und ich denke, dass es klappt auch. Darf ich, das ist nicht unbedingt der Engpass. Herr Dürich, mit Ihrer Genehmigung, eigentlich können Sie es gar nicht verhindern. Ich würde gerne mal aus einem Vorgespräch zitieren. Es ist nichts Despektierliches. Wir reden ja mit unseren Gästen vorher. Und als Sie den Namen Oberhäuser gehört haben, haben Sie gesagt, da haben Sie den Besten genommen. Wie meinen Sie das? Den erfolgreichsten, den juristisch besten? Der wird gerade rot. Nein, ja, also, Herr Oberhäuser ist als sehr qualifizierter Anwalt im Bereich des Ausländer-Asylrechts bekannt, tritt auch beim Bundesverwaltungsgericht auf. Und da habe ich spontan gesagt, da haben Sie einen guten Gesprächspartner gefunden. Ja, nicht den besten, einen guten. Bitte? Ja, und nicht vielleicht habe ich auch den besten. Also ich wollte es jetzt hier nicht übertreiben, aber er gehört. Was ist denn der Beste oder der Gute, der die meisten Verfahren gewinnt oder der am besten dem Recht gerecht wird? Also ich wollte noch mal kurz etwas zu dem Thema, was Sie ja in dem Beitrag von Herrn Dobrindt gebracht haben, sagen. Also ich teile die Ansicht, dass es Anti-Abschiebebündnisse gibt, aber keine Anti-Abschiebeindustrie. Also das sind natürlich kirchliche Organisationen, das ist Pro-Asyl und andere, die sich Abschiebungen entgegenstellen. Ist das nicht Ihr gutes Recht? Natürlich ist es. Also, ja. Ob Mercedes-Benz Lobbyarbeit macht, ist genau wie die Anti-Kernkraftbewegung oder. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Und was aber völlig fehlerhaft ist, hier den Anwälten irgendeine Verantwortung zuzuschieben. Denn das sage ich auch, obwohl die Anwälte oft hart auch vor Gericht natürlich auftreten, uns Richter auch attackieren. Vielleicht gehört Herr Oberhäuser da auch gelegentlich mal dazu. Das ist sein Job. Wenn wir ihn noch lange reden lassen, aber, werden Sie auf vollbefriedigend abgestuft. Aber ich finde, wenn der Mandant erwartet mit Recht, dass der Anwalt das möglichst Gute für seine Belange rausholt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Industriebetrieb neben Ihrem Wohnhaus verhindern wollen, dann wollen Sie ja auch nicht einen Anwalt, der hier so nur die Hälfte dessen erreicht, sondern der soll sich mit aller Kraft dafür einsetzen. Deshalb der Vorwurf von Herrn Dobrindt, darf die Anwälte nicht treffen. Und es gibt allerdings Probleme eben mit Initiativen, die sich gegen solche... Sie haben da genannt die Kirche. Und da sind wir natürlich Fallgrad beim Kirchenasyl. Was ist das eigentlich, Kirchenasyl? Wie wird es legitimiert? Wie läuft es ab? Ein Beispiel. Saher lebt im Kirchenasyl. Der 21-jährige Iraker hat Angst vor der Abschiebung, Angst, von seiner Familie getrennt zu werden. Die verfolgten Jesiden haben eine echte Bleibeperspektive in Deutschland. Nur Saher hat ein Problem. Er wurde, anders als seine Familie, erstmalig in Rumänien als Flüchtling registriert. Also muss sein Asylverfahren auch dort stattfinden. So sieht es das europäische Verteilungssystem Dublin III vor. Sahers allerletzte Chance, das Kirchenasyl. Er will unbedingt in Deutschland bleiben, hofft jetzt auf ein Asylverfahren hierzulande. Und damit ist Saher kein Einzelfall.
Allein im vergangenen Jahr gewährten Kirchen in 1561 Fällen Menschen wie ihm Asyl. Doch das Kirchenasyl ist umstritten. Beispiel Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Hier hat dieser CDU-Landrat gerade erst 5 Pfarrerinnen und Pfarrer angezeigt, wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Die Kirche ist kein rechtsfreier Raum. Das war sie im Mittelalter und ich bin froh, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben. Der Rechtsstaat lebt davon, dass er für alle gilt und das muss so sein für Privatpersonen, für Landräte, für Bundeskanzlerin, aber auch für die Kirche. Frau Jochem, Sie sind Pfarrerin. Steht die Kirche in diesem Punkt aus irgendeinem Grund über dem Recht? Ist die Entscheidung eines Pfarrers oder eines Pfarrgemeinderates mehr wert als die Entscheidung von Herrn Dörrich oder seiner Kammer? Die meisten Situationen, die wir im Kirchenasyl haben, die waren noch nie bei Herrn Dörrich und seiner Kammer, weil im Moment in Deutschland im Kirchenasyl ganz überwiegend Menschen im sogenannten Dublin-III-Verfahren sind, von denen viele noch gar keinen Zugang zu Rechtsanwälten, zu Gerichtsverfahren hatten und wo inhaltlich noch gar nicht entschieden worden ist, sind die eigentlich besonders schutzbedürftig, verdienen die einen Aufenthalt hier, weil sie Es muss aber doch einen brauchen. Grund haben, warum Sie sich nicht dem Verfahren stellen, sondern ein Kirchenasyl suchen. Na, Sie haben sich dem Verfahren insofern gestellt, dass am Anfang ja die Zuständigkeit innerhalb Europas festgestellt wird. Welches Land ist zuständig? Inhaltlich passiert da noch gar nicht viel. Das heißt erstmal in diesem Fall, den wir eben gesehen haben, Rumänien ist zuständig, der junge Mann muss nach Rumänien zurück. Und dann ist es in vielen Fällen so, dass Kirchengemeinden, wenn sie Geflüchtete kennenlernen, die Geschichte sehen, von dem Schicksal erfahren und dann merken, da soll jemand, der 21 Jahre alt ist, der in seinem Heimatland Schreckliches erlebt hat, dessen gesamte Familie hier in Deutschland lebt und als anerkannte Flüchtlinge, der soll alleine zurück nach Rumänien und da ist schon einmal eine erste Schwierigkeit zwischen ausländerrechtlichem Familienbegriff und dem Familienbegriff, wie wir ihn haben. Ein 21-jähriger Sohn gehört. Da breche ich Sie etwas rüde, weil Sie haben den Fall ja geschildert. Ja. Das heißt, dass Sie sagen, wir machen eine Parallelrechtsprechung. Wir werfen oft Vierteln, in denen viele Migranten, viele Ausländer wohnen, eine Parallelgesellschaft vor mit einem Friedensrichter, einem eigenen Rechtssystem. Ich weiß, dass das ein ziemlich schräger Vergleich ist. Ich stelle ihn trotzdem. Versuchen Sie, Herr Dörrich nickt, das gibt mir ein bisschen Mut. Maßen Sie sich da nicht tatsächlich eine Parallelrechtsprechung an, ob das jetzt um Dublin III geht oder um einen ausreisepflichtigen, durchverhandelten Asylbewerber? Wir können kein Recht sprechen. Wir können aber den Rechtsstaat und seine Behörden aufmerksam machen darauf, dass wir in Einzelfällen besondere Härten sehen. Und diese besonderen Härten können dazu führen, dass eine Kirchengemeinde Kirchenasyl gewährt. Und dann wird der Fall noch einmal zusammengetragen, gut begründet dargestellt und entscheiden über ein Bleiberecht oder über die Situation, warum die längerfristig hier ist. Das müssen selbstverständlich die staatlichen Behörden, nicht wir. Wenn ich ein anderes Rechtsempfinden habe, zum Beispiel was die Räumung im Hambacher Forst angeht, läuft jetzt durch die Schlagzeilen. Wir wissen alle, aus der Braunkohle steigen wir irgendwann mal aus. Da wird jetzt mit großem Polizeiaufwand geräumt, kann man ja sagen. Der Rechtsstaat muss sich da durchsetzen. Jetzt habe ich ein anderes Rechtsempfinden und sage, ich gehe dahin und schmeiß mich vor einen Polizeiwagen, versuche die Durchsetzung des Rechts zu verhindern und sage dann, die Kirche macht das auch. Sie beruft sich auf ein anderes Rechtsempfinden. Sehen Sie die Problematik? Ich sehe die Schwierigkeit, dass man darüber nachdenken muss. Ich sehe aber auch, dass ein Rechtsstaat und die Durchsetzung seiner Gesetze ja nichts Statisches ist, sondern dass es immer wieder veränderte Situationen gibt, dass auch zum Beispiel durch die Gewährung von Kirchenasyl 2005 im Endeffekt die Härtefallkommissionen in den Ländern auch eingerichtet worden sind, weil genau klar war, nicht alles, was eine Rechtsprechung heißt, ist im Ergebnis auch so, dass sie den Situationen gerecht wird. Und da Fälle, Möglichkeiten zu schaffen, dass noch einmal draufgeschaut wird, dass für Einzelfälle angemessene und adäquate und humanitäre Lösungen geschaffen werden können, das mögen einige als
parallele Rechtsauslegung sehen. Ich sehe es wirklich als unseren Kernauftrag, die Schwachen und die, die Unterstützung brauchen und die, die selber nicht gut beraten sind, da eine Zeit lang zu begleiten und ihnen zu ihrem Recht auch mit zu verhelfen. Herr Dürig, wie dankbar sind Sie als Richter, ich fasse das mal so zusammen, dass Ihnen die Kirche Gelegenheit gibt, darüber nachzudenken, ob das richtig ist, was Sie geurteilt haben? Also ich denke, die Kirche hat einen wichtigen Auftrag in der Seelsorge, in der Begleitung der Flüchtlinge. Sie leistet auch sehr gute Arbeit bei der Integration. Aber hier ist sie sozusagen auf dem falschen Dampfer. Kirchenasyl gibt es in einem Rechtsstaat nicht. Es gibt Gott sei Dank bei uns ein Rechtsstaat, das heißt, dass die Gerichte unabhängig sind, dass jede Entscheidung der Verwaltung überprüft werden kann. Und im Asylrecht haben wir ein sehr ausgefeiltes Verfahren. Das geht los mit der Zuständigkeitsbestimmung. Dann haben Sie Ihr behördliches Asylverfahren, dann haben Sie das gerichtliche Asylverfahren. Wenn das alles zu Ihrem Nachteil abgeschlossen ist, vielleicht durch mehrere Instanzen, beantragen nochmal Leute ein Folgeverfahren, sagen, jetzt ist nochmal was Neues aufgetreten und so weiter. Wenn dieser ganze Prozess nach langer Zeit abgeschlossen ist, und wir haben über die Überlastung der Gerichte ja gerade gesprochen, dass dann nochmal Kirchen sagen, und jetzt nehmen wir den aber aus dem Rechtsstaatsverfahren raus und berufen uns auf ein Institut, was aus vorchristlicher Zeit übrigens stammt, das ist ursprünglich Tempelasyl, also das kann, wenn es die christlichen Kirchen sich darauf berufen können, sich die muslimischen Gemeinden oder die Zeugen Jehovas, alle möglichen Gruppierungen, kann jeder sich darauf berufen und führt eine Paralleljustiz zu dem Verfahren durch, das schon unsere Gerichte begleitet haben. Und das halte ich tatsächlich für gefährlich. Und da ist ein Punkt, wo ich den Kirchen stark... Sie haben gesagt, es gibt kein Kirchenasyl. Es gibt natürlich Kirchenasyl. Es darf es nicht geben, müssen Sie eigentlich sagen, wenn ich Sie sprach, im rechtlichen Sinne. Es gibt es ja. Warum, Herr Strobel, schauen Politik, schauen Regierungen zu, dass es tatsächlich so eine Nebenjustiz gibt? Bei Ihnen konkret ist es das C im Namen, was Sie dazu verpflichtet, aus Ihrer eigenen Argumentation, die sonst streng juristisch ist, abzuweichen. Naja, ich will einmal zunächst sagen, ich handhabe es in Baden-Württemberg so, dass alle Fälle, wo Pfarrerinnen und Pfarrer, wo die Kirche mir sagt, schau dir das noch einmal genau an, da werfen wir schon noch einmal einen Blick drauf. Das führt im Übrigen dazu, dass wir in Baden-Württemberg eine sehr, sehr überschaubare Anzahl von Kirchenasylfällen haben. Es gibt sie aber. In der badischen, württembergischen Landeskirche 4, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, in der Erzdiözese Freiburg, zwei Fälle, zwei Personen. Das ist also so eine Handvoll Fälle in Baden-Württemberg. Darf ich Sie an Ihre Argumentation eben erinnern, bei Ihrem Sonderstab? Da haben Sie gesagt, es sind nicht viele Fälle, aber man muss doch. Das ist jetzt nicht etwas, was mir schlaflose Nächte bereitet, angesichts der Dimension der Herausforderung, die wir insgesamt bei dieser Thematik haben. Haben Sie meine Frage schon beantwortet? Ist es das C in Ihrem Namen, was Sie da ernst nehmen und was Sie über die juristischen Bedenken... Nein, ich teile hundertprozentig die juristische Auffassung, die der Landrat, der Praktiker oder natürlich auch Herr Dürrich vorgetragen hat. Das ist einmal gar keine Frage. Aber die Kirche hat in unserer Gesellschaft auch ihre Aufgabe. Und Herr Dürrich hat zu Recht darauf hingewiesen, was bei dem Thema Flüchtlinge durch Ehrenamtliche, auch insbesondere durch die Kirchen geleistet worden ist, ist einmal sehr, sehr beachtlich. Und ich gehe in Baden-Württemberg den Weg, dass ich das, was die Kirchen mir sagen, in der täglichen Praxis sehr, sehr ernst nehme, sodass die Anzahl der Kirchenasylfälle verschwindend gering, nahe null ist. Möchte jemand, Frau Jochum, Sie sind natürlich noch mal dran, möchte jemand kurz was dazu sagen? Ich würde dann gerne weitergehen. Das Problem am Kirchenasyl ist ja in der Tat, was Herr Dürrich gesagt hat, so als rechtsstaatlich ist das irgendwie nicht nötig und auch nicht richtig, das zu machen. Aber es ist eben
wenn Menschen arbeiten, so dass Fehler gemacht werden. Und gerade das Bundesamt bei der Frage der Bestimmung der Zuständigkeit macht immens viele Fehler. Und dann ist es doch vielleicht auch Art von Selbstverteidigung gegen fehlerhafte Bescheide, wenn das Gericht das nicht rechten möchte, sowas eben die Kirche in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir das anschauen, das ist ja gerade der Fall mit Rumänien und Bulgarien gewesen. So, da gibt es eben auch Obergerichte, die sagen, da kann man halt die Leute nicht hinschicken, weil die eben keinen Zugang zu einem normalen Asylverfahren haben. Hat für Sie jetzt schon mitgeantwortet? Er hat zum Teil schon mitgeantwortet. Ja, bitte kurz ergänzen. Und ich ergänze, manchmal ist Kirchenasyl ja tatsächlich sowas wie so ein Seismograph, das hinweist auf später anerkannte, nicht tragbare Zustände, wie jetzt zum Beispiel für Ungarn festgestellt, wie jetzt gerichtlich, obergerichtlich festgestellt für Anerkannte, die nicht nach Bulgarien zurückgeschickt werden sollen. Es gibt da viele Missstände auch innerhalb Europas bei den Dublin-III-Kirchenasylen, die erst Jahre später in ein weiteres Bewusstsein kommen und vorher aber schon uns in Einzelfällen im Kirchenasyl bekannt sind. Und es gibt auch die Fehler, von denen Herr Oberhäuser gesprochen hat. Wir hatten auch durchaus mehrere Menschen und Familien im Kirchenasyl, wo das Bundesamt dann von seinem sogenannten Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht hat, weil sie gar nicht anders konnten, weil sie gesehen haben, hier ist ein Fehler geschehen. Man hat Menschen nicht geglaubt und erst im Kirchenasyl konnten wir die Belege dafür beibringen, dass die Geschichte und die Erzählung doch wahr ist, oder Verwandtschaftsbeziehungen konnten erst belegt werden. Es ist ja nicht so. Oder Herr, Situationen, die danach Frau Jochen, ein Folgeverfahren ermöglicht haben, sind erst gesammelt worden. Stellen Sie sich vor, die Kirche nimmt sich das Recht raus. Jetzt nehmen wir mal an, eine Arbeitsgruppe der Abschiebepolizisten um Herr Hauser sagt, wir haben so viele Erkenntnisse, wir machen jetzt ein Abschiebepolizistenasyl. Eine andere Gruppe sagt, aus meiner Erkenntnis mache ich einen beschützten Raum, einen Asylraum. Wo endet das und wo muss man Nein sagen, Herr Dürr? Das wollte ich gerade sagen. Diese wertvolle Arbeit, die Sie hier schildern, die sollte in das staatlich korrekte Verfahren eingebracht werden. Das heißt, wenn der klagt, dann soll er sich von der Kirche eben beraten lassen. Dann sagt ihm die Kirche, wir haben Informationen, was in Rumänien so aussieht und was so aussieht. Und nicht, dass sozusagen das rechtsstaatliche Verfahren durchlaufen wird. Und dann am Ende, wenn alles fertig ist, sagt die Kirche, jetzt haben wir hier irgendwas Neues. Das ist eine idealtypische Betrachtungsweise. Okay. Die ist auch ganz richtig. Die Menschen, denen wir begegnen, sind nicht immer idealtypisch. Es gibt Klagefristen, es gibt Menschen, die gerade neu in Deutschland nach einer strapaziösen Flucht und vielen schlimmen Erfahrungen in ihrem Herkunftsland angekommen sind. Die wissen zum Teil überhaupt nichts von Klagefristen. Die haben einen Dublin-Bescheid. Es gibt schon viele, die sie auch beraten und das ist ganz in Ordnung. Da gibt es auch viele, die beraten. Das wird inzwischen weniger, weil Geflüchtete zentraler untergebracht werden mit deutlich weniger Kontakt zu Beratungsstellen. Aber das stimmt grundsätzlich. In Fremdsprache. In der Sprache des... Das ja, und dann stellen Sie sich die nicht alphabetisierte Afghanin vor, die das nicht lesen kann. Also da, auch das ist idealtypisch, das ist richtig, was Sie sagen. Aber wir leben in keiner idealtypischen Welt, weder von Behördenentscheidungen noch von menschlichen Reaktionen. Und die Kirche nimmt für sich in Anspruch, da Nachhilfe zu geben. Richtig? Ja. Gut, danke. Ich komme wieder. Brigitte. Du bist dran, unser Zuschauer. Unsere Zuschauer machen sich natürlich auch Gedanken über Flüchtlinge und sagen zunächst einmal, Flüchtlinge haben auch ein Recht auf Menschlichkeit. Und das klingt bei unserer Zuschauerin Irene Maria Klöppelt so. Sie schreibt bei uns im Gästebuch: In der Tat können wir nicht alle retten, doch etwas mehr Menschlichkeit täte gut. Geflügeltes Wort, wir sind alle Ausländer woanders. Flüchtlinge haben auch ein Recht auf Recht, auf eine gute Rechtsprechung. Und manche Zuschauer erinnern da auch noch mal an das Grundgesetz. Und Ferdinand Scholz formuliert es so: Jeder Mensch hat das Recht, mit ihm gegebenen Rechtsmitteln, die ihm gegebenen Rechtsmittel einzulegen, auch bei Abschiebungen. Das gehört zum Wesen des Rechtsstaats. Und diesen Gedanken vielleicht noch mal ein bisschen weitergedreht. Thorsten Hofmann schreibt im Gästebuch: Wenn wir anfangen, Menschen anderer Herkunft, Ethnie, Religion und so weiter die gleichen Rechte wie uns abzusprechen, dann wird es irgendwann so kommen, dass man innerhalb der eigenen Leute anfängt zu sieben, wer weniger Rechte haben darf und wer mehr. Schieben wir vielleicht die Falschen ab? Das wird heiß diskutiert und dazu die Meinung von Herbert Semsch. Er schreibt: Wer soll das verstehen, dass voll integrierte Menschen gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel kaltschnäuzig abgeschoben werden, während Gefährder uns auf der Nase herumtanzen und Angst, Schrecken und Leid verursachen, weil Staatsorgane es nicht gebacken kriegen, die Menschen zu schützen?
Ja, wie kommt die Abschiebepraxis an mit den vielen Ausnahmen, die es gibt, mit den Möglichkeiten, da vielleicht etwas aufschiebenden Charakter zu haben? Dazu eine Stimme vom Telefon, der Herr Meyer aus Düsseldorf hat uns angerufen und hat gesagt, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr, was hier in Deutschland möglich ist in Sachen Verhinderung von Abschiebungen. Das ist doch ein Ohnmachtsgebaren seitens des Staates. Wie soll er sich verhalten? Dazu die Meinung von Ulla Dahlbeck. Sie schreibt, ganz einfach eigentlich, Widerspruchsrecht abschaffen, keine langen Klageverfahren, Einreise ohne Papiere direkt ablehnen, Ausreisepflichtige direkt in Abschiebehaft und abschieben, straffällige Bleiberecht verwirkt, nach Straftat, Urteilsverkündung abschieben. Warum ist es eigentlich richtig und wichtig, dass der Staat eine klare Linie fährt und die Menschen gut damit leben können, gut damit umgehen können? Das wird viel besprochen. Esther Birringer zum Beispiel schreibt, es ist wichtig für die Menschen in einem Land, dass sie sehen, dass die Gesetze auch angewandt werden. Ist dies in hohem Maße aus verschiedensten, teils nicht nachvollziehbaren Gründen immer häufiger nicht möglich, leidet das Vertrauen in den Staat mit verheerenden Folgen. Und auch diesen Gedanken noch einmal fortgeführt von unserem Zuschauer Michael Wischhusen. Er schreibt, wenn die Regierung alle Gefährder und Kriminelle, die ausreisepflichtig sind, abschieben würde und sich um Integration und alle Menschen in Deutschland gleich kümmern würde, würde es keine oder kaum rechte Gruppen und sonstige Wutbürger mehr geben. Danke, Brigitte, für diesen Überblick. Vielen Dank. Wen schieben wir ab und wen nicht? Und wenn Sie zum Beispiel mittelständische Unternehmer fragen, dann kriegen Sie immer öfter zu hören, wir schieben die Falschen ab. Dann hat angefangen eine sehr schlimmere Zeit. Sehr, sehr schlimmere Zeit. Das ist Said Youssef, geflüchtet aus dem Irak. Seit Monaten droht ihm die Abschiebung. Und das, obwohl der 29-Jährige schon seit längerem hier lebt, gut integriert und fest angestellt ist. Er arbeitet als Schweißer beim Outdoor-Artikelhersteller VD. Die drohende Abschiebung macht ihm zu schaffen. Jede Woche habe ich einen Brief gekriegt vom BAMF, vom Regierungspräsidium. Und also, da waren nicht so schöne Briefe. Warum nicht? Weil immer war Probleme. Und Said ist kein Einzelfall. Von den insgesamt 12 Flüchtlingen, die bei VD arbeiten, sind aktuell 7 von Abschiebung bedroht. Lisa Fiedler ist die Integrationsbeauftragte bei VD. Wissen Sie aktuell, wie es um Said steht? Kann er bleiben? Wird er gehen müssen? Das ist noch offen. Wir haben sozusagen eine weitere Schonfrist eingeräumt bekommen. Said konnte nachweisen, dass er wirklich Iraker ist. Das hat das Regierungspräsidium vorläufig anerkannt. Aber die endgültige Entscheidung durch das Gericht steht noch aus. Sie produzieren am Bodensee. Dort gibt es kaum Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen. Ist das jetzt so, dass Sie die betriebswirtschaftlichen Belange mit den menschlichen Belangen gut kombinieren können? Ist das eine Win-Win-Situation für beide, für Sie und für Flüchtlinge? Aus unserer Sicht ja. Wir haben angefangen 2015 uns mit dem Thema Geflüchtete zu beschäftigen. Wir wollten soziale Verantwortung übernehmen, in diesen Ausnahmejahren 2015 und 2016 mit anpacken. Wir haben Produkte gespendet, wir haben Nähworkshops veranstaltet, unsere Sportkurse für geflüchtete Menschen geöffnet und haben dadurch natürlich die Menschen kennengelernt und erkannt, ganz viele sind auf der Suche nach einem Job. Die wollen sich selber finanzieren, die wollen sich gut integrieren in Deutschland. Und auf der anderen Seite hatten wir offene Stellen bei uns in der Manufaktur, die wir nur schwer besetzen konnten. Und dann war das mir so eine Idee, die aus dem Management kam, aus Ihren Büros? Wie war das im Betrieb? War da auch gleich die Begeisterung so groß? Es kam von beiden Seiten. Also es kam zum einen wirklich von unserer Geschäftsführerin, von der Antje von Dewitz, die gesagt hat, sie möchte da soziale Verantwortung als Unternehmerin übernehmen, aber eben auch von den Kollegen und von den Mitarbeitern. War das so einhellig? Es gab auch kritische Stimmen. Wir sind ja sozusagen so ein Mikrokosmos der Gesellschaft und wir sind da in intensive Gespräche gegangen. Wir haben das auch gut im Unternehmen besprochen, warum wir uns dieser Thematik widmen. Haben aber auch klar gemacht, Ängste und Sorgen, ja, die nehmen wir sehr ernst, aber Diskriminierung, das geht nicht, das passt nicht so. Wie können Sie jetzt als Unternehmen kalkulieren, wenn Sie nicht wissen, wie viele Mitarbeiter habe ich denn noch von den Flüchtlingen oder wann kommt die Polizei und holt sie ab? Das können wir gar nicht kalkulieren und wir befinden uns da wirklich im Moment in einer untragbaren Situation, die aus unserer Sicht auch wirklich
sinnlos ist. Es wurde vorhin sehr viel in der Runde diskutiert und der Fokus drauf gelegt auf die Menschen, die straffällig geworden sind, wo es Probleme gibt, wo es Herausforderungen gibt. Der Fokus ist richtig, aber wir brauchen auf der anderen Seite auch einen genau gleichgewichtigen Fokus auf die Menschen, die uns wirklich einen großen Mehrwert hier bringen. Die Geflüchteten, die tagtäglich arbeiten, Produkte und Dienstleistungen, wertvolle hier in Deutschland erbringen, die Steuern und Sozialabgaben zahlen. Aber wir waren bei den Ausnahmen. Wir haben eben auch kritisch gefragt beim Kirchenasyl, wenn Sie sagen, das sind Menschen, die sollen und wollen sich hier integrieren, die arbeiten toll, aber haben vielleicht eine ganz andere Motivation gehabt, weil sie eben keine Kriegsflüchtlinge sind im engeren Sinne, sondern sagen, wir möchten gerne, wir werden ja auch gebraucht in diesem Land, dass es uns wirtschaftlich besser geht. Aber der eigentliche Asylgedanke trifft auf die nicht zu. Was sagen Sie da? Das ist grundsätzlich richtig, dass, wenn das Asylverfahren abgelehnt worden ist, dass der Asylgedanke nicht zutrifft. Jetzt ist es aber so, dass diese Asylverfahren teilweise über mehrere Jahre dauern. Und wir können ja auch nicht sagen, okay, wir warten, bis das wirklich abgeschlossen ist nach 2, 3 Jahren und fangen dann erst an mit der Integration in die Sprache, in Arbeit etc. Deshalb ist es wichtig, dass wir eben diese Ausnahmesituation, die wir 2015 und 2016 haben, dass wir die jetzt auch berücksichtigen und dass wir jetzt nicht sozusagen das Land weiter mit bestehenden Gesetzen verwalten und diese positiven Aspekte völlig ausblenden. Ist aber ein Dilemma und das Schöne ist, wenn man einen Minister in der Runde hat, der ist für Dilemma eigentlich zuständig. Kommen Sie doch mit in diese Runde, Sie sind ja auch in Baden-Württemberg. Wenn Sie dazu hören und gerade unsere Grundsatzdiskussion, Herr Strobel, die wir eben geführt haben, jetzt auf den mittelständischen Betrieb anwenden, ja, nach dem Motto, ja, müsste eigentlich ausreisen, klare Kriterien, Prozess durch, aber toll, arbeitet, hilft dem Betrieb, zahlt Steuern, fällt niemandem zur Last. Wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Das ist schon ein Dilemma, aber lassen Sie mich mal vorher sagen, wir haben in Deutschland über 500.000 anerkannter Flüchtlinge, die wir in Arbeit integrieren müssen. Das ist eine gewaltige Herausforderung und die sind da und werden für einige Zeit und manche dauerhaft bleiben. Die wollen wir mal nicht aus dem Auge verlieren. Ich will einfach noch mal darauf hinweisen, wir sprechen in den Fällen um rechtskräftig ausreisepflichtige Personen. Darum geht es. Und ich bin ja auch mit dem Unternehmen VD seit einiger Zeit im Gespräch. Ich verstehe das, was unsere Familienbetriebe, was die mittelständischen Betriebe bewegt. Und wir müssen auch eine Lösung erarbeiten. Da sind wir auch dabei. Aber dass wir einfach mal so sagen, wir machen ein wirklich jahrelanges Verfahren, gerichtlich überprüft bis zum Bundesverwaltungsgericht. Und dann kommt raus, beispielsweise, da ist jemand unter Vorspiegelung völlig falscher Tatsachen in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Also er hat diesen Staat belogen. Und das Ergebnis ist, er muss ausreisen, dass wir dann sagen, naja, nur weil er da jetzt einen Job hat, sehen wir da mal von ab. Wir können nicht das Asylrecht so umswitchen in so ein allgemeines Einwanderungsrecht. Wir müssen Lösungen finden, dass der Rechtsstaat klar bleibt, dass wir aber für die berechtigten Anliegen von Unternehmen wie VD dann auch Lösungen finden. Ja, ich habe Ihnen jetzt zugehört. Einer nimmt Schaden, das Unternehmen oder der Rechtsstaat, Herr Dörig. Sehe ich das richtig? Nein, also so zugespitzt sehe ich es nicht. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung ganz viele Anstrengungen unternehmen will, in den Herkunftsländern Ausbildung anzubieten. Also diesen Pfad der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt nach Deutschland von den Herkunftsländern auszusteuern. Und wenn Sie dort den jungen Menschen im Land anbieten, sie können die deutsche Sprache lernen, sie können mit einer Berufsqualifizierung beginnen, um dann hier in Deutschland zu arbeiten, beim Unternehmen wie etwa VD, dann halte ich das für den besseren Weg, weil das den Herkunftsländern hilft, weil diejenigen, die sich dort die meiste Mühe geben, dann auf legalem Wege nach Deutschland kommen. Der andere Weg ist ja der, man wählt den Weg der Flucht, man bezahlt Schlepper, tritt eine gefährliche Reise übers Mittelmeer an
und ist dann in Deutschland und stellt sich sozusagen in der Reihe bei VD auch. Die nehmen den dann gleich. Durchaus verständlich, als Unternehmen würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Das andere braucht mich ja nicht interessieren. Ich stelle den an, den ich nun schon vor der Tür habe. Aber eine sinnvolle Strategie für eine Gesamtgesellschaft ist, in den Herkunftsländern Möglichkeiten für die Menschen zu schaffen und die, die sich dort besonders anstrengen, legal zu uns zu holen. Das ist eine Wunschvorstellung, ja, Herr Hauser. Sie haben Abschiebeflüge eben, das haben Sie ganz am Anfang der Sendung plastisch geschildert, mitgemacht und haben dort auch Flüchtlinge nach Hause geflogen, die hier einen Job hatten, die in einer ähnlichen Situation waren, wie wir sie eben durch Frau Fiedler kennengelernt haben. Was erzählen die Ihnen, wenn die neben Ihnen sitzen? Na sehen Sie, die erzählen, diese Bundesrepublik und auch die Firma, die investiert ja viel Geld in diese Flüchtlinge ja auch oder in diese Arbeitnehmer. Da wird ja viel Geld investiert und dann werden sie abgeschoben. Die kommen dann zu uns und die erzählen, dass sie gerne hier wären. Manche, die wir in ein Land bringen, die bitten drum und sagen, oh nein, bitte nicht, they want to kill me auf Englisch. Also dass sie quasi dort Angst haben, sie werden dort umgebracht, sie haben keine Arbeit. Die würden gerne hier bleiben. Das ist das, was die uns erzählen, was die sagen und würden sich weiter integrieren und weiterbringen. Und wenn man das jetzt sieht, gerade den finanziellen Aspekt, was diese Bundesrepublik hier investiert in diese Flüchtlinge, das finde ich also schon enorm. Frau Fiedler, wie können Sie überhaupt Ihre Mitarbeiter, die Flüchtlinge motivieren, wenn Sie wissen, wie der eine, der immer Post aufmacht, Probleme, Probleme, wenn Sie wissen, ja, ich kann hier lernen, ich kann Sprachkurse machen, ich kann mich im Betrieb anlernen lassen. Aber warum sollte ich das eigentlich tun, wenn über mir doch das Damoklesschwert schwebt, abgeschoben zu werden? Wie können Sie diese Motivationsfalle überwinden? Das weiß ich nicht, ob wir die überhaupt überwinden können. Und das ist auch eines der Themen, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet. Und wenn wir jetzt keine Lösung finden für die, die sich ja heute schon gut integriert haben, die die Sprache sprechen, die in Arbeit und Ausbildung sind, wenn wir jetzt die auch noch anfangen abzuschieben, was für eine Signalwirkung hat das dann eben grundsätzlich auf geflüchtete Menschen in Deutschland? Sehen die dann überhaupt noch einen Sinn darin, sich zu integrieren in unsere Gesellschaft, in die Arbeitswelt etc.? Und kann das nicht ganz andere soziale Spannungen noch mal auflösen? Und was mir auch noch mal wichtig ist zu betonen, ja, wir sprechen hier auch über Menschen, die ausreisepflichtig sind. Aber wir hatten 2015 und 2016 echt eine Ausnahmesituation. Und da haben ja alle angepackt und gehandelt. Und dadurch ist jetzt eine Situation entstanden, dass wir jetzt ausreisepflichtige Geflüchtete haben, die aber einen wirklichen Mehrwert hier liefern. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Punkt, wo man jetzt auch mal über eine neue Ausnahmeregelung nachdenken sollte. Also oder über ein Zuwanderungsgesetz. Sie können uns jetzt das Datum nennen, wann es kommt. Kann er natürlich nicht, der arme Herr Strobel. Nein, aber natürlich müssen wir genau diesen Weg identifizieren und finden. Es gibt ja bereits Ausnahmeregelungen. Beispielsweise die sogenannte 3+2 Ausnahmeregelung. Das heißt, wenn jemand eine qualifizierte Ausbildung macht, auch dann, wenn er ausreisepflichtig ist, dann kann er 3 Jahre eine Ausbildung machen, anschließend 2 Jahre arbeiten. Aber dann muss er vielleicht gehen. Da finden wir Wege und Möglichkeiten in vielen Fällen. Ein klares Gesetz wäre besser. Das Gesetz ist sehr klar und wir weiten das Gesetz. Wir haben es in Baden-Württemberg auf die Berufsfachschule ausgeweitet. Wir werden ausweiten in der Altenpflege auch auf nicht qualifizierte Ausbildung, also auf die Helferausbildung. Das heißt, es ist schon sehr, sehr viel Bewegung, auch auf legalen Wegen. Wenn ich sage, dass es in Baden-Württemberg sowieso besser läuft als in vielen anderen Bundesländern, kann ich Sie dann stoppen? Gut, dann glauben wir es alle. Ich würde gerne eine ganz kurze Schlussrunde machen. Übrigens, Carsten, vielleicht unser Regisseur, zeigt das mal. Habe ich noch nie gehabt. Es stehen alle, bis auf die. Er hat mal versucht, sich hinzustellen. Irgendeiner hat angefangen. Sie sitzen noch. Aber jetzt stehen wir doch alle auf. Sonst hätte ich für die Schlussrunde. Fand ich lustig. 4 Leute stehen für die Schlussrunde. Wir hatten hier eine sehr intensive und nachdenkliche Diskussion mit. Mit wem am Panel würden Sie gerne mal eine Woche tauschen, um das Problem aus einer anderen Perspektive kennenzulernen? Herr Dürrich, ich fange bei Ihnen an. Ich würde gerne mal bei VD arbeiten. Aha, okay, als Schweißer. Sie haben ja gesehen, was er zu machen hat. Ob die sehr glücklich sind mit meinen Schweißer Fähigkeiten? Das sehen wir dann. Herr Strobel, mit wem tauschen Sie? Das Geschäft kenne ich ein bisschen, das Anwaltsgeschäft auch. Ich würde gerne mit 2 Personen tauschen. Einmal würde ich gerne bei VD arbeiten, aber ich würde auch
mit den Kollegen von der Bundespolizei und denen, die das Abschiebegeschäft machen, Herr Hauser, dann mal auch nachts unterwegs sein. Genau, ich werde gleich vom Sender abgeschoben, deswegen, Herr Hauser. Ich würde mal mit Frau Jochims gerade tauschen, damit wir auch mit den Asylbewerbern ins Gespräch kommen, richtig ins Gespräch und nicht nur uns auf den Flug beschränken, sondern hier. Und das in der Kirche. Frau Jochims, ja. Mit wem Sie? Ich würde tatsächlich gerne einmal auf einem Abschiebeflug mitfliegen. Es wird voll in der Maschine. Frau Fiedler. Ich möchte gerne mit Herrn Strobel tauschen und wirklich mal politisch gestalten und einen Spurwechsel möglich machen. Ja, tören Sie eine Partei ein, dann können Sie das. Herr Oberhäuser. Ich schließe mich auf Fiedler an. Ich würde auch gerne mal eine Woche versuchen, im Innenministerium in Baden-Württemberg an den Wind reinzubringen. Ach, das ist ein Teilzeitjob. Genau, können Sie machen. Vielen Dank für diese Schlussrunde und vielen Dank auch für dieses stehende Engagement. Und wir gehen nach Hamburg. Carmen Jostein. Da ist sie. Gleich in den Tagesthemen steht da unter Ihnen. Was ist denn gleich in den Tagesthemen? Ah, zuallererst ist bei uns heute schlechte Luft ein Thema. Was soll aus älteren Dieselautos werden? Diese Frage ist ja immer noch nicht beantwortet. Erst recht nicht vom Verkehrsminister, aber der arbeitet jetzt immerhin an einem neuen Konzept. Was darin für Dieselfahrer rausspringen könnte, jetzt bei uns in den Tagesthemen. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Sie waren uns ein sehr aufmerksames Publikum, sage ich hinter jeder Sendung. Jetzt mache ich heute noch ein Ausrufezeichen dahinter. Vielen Dank. Ich mache jetzt keine Handschläge wie sonst, aber das kostet nämlich nur Zeit. Ich verneige mich und bedanke mich für diese Diskussion. Faktencheck morgen, nächste Woche, 21 Uhr. Machen Sie es gut. Tschüss.